Fahrt. Ja. Ach du Scheiße. Aber ich glaube, so sitze ich gut, so sieht man mich nicht. Das kann ich ändern. Ach Mensch. Muss das sein? Ja. Leider okay. Ja. Uns gefällt das genauso wenig wie dir. Ich weiß. Ja, jetzt hat er alles kaputt gemacht. Ja. Ich habe keine Ahnung. Irgendeine. Wow. Deswegen lässt man da keine Weser ran. Vielleicht sind wir gleich wieder da. Die nächsten Sendungen verschieben sich um. Oh. Hey. Toll. Das voll. Du kannst euch, du musst glaube ich noch rauszoomen. Wir können auch die ganze Zeit. Der Knopf oben drauf. Wir können auch. Nicht ran, das will keiner sehen. Ja, ja. Krass. Ein bisschen hoch vielleicht? Nicht so hoch. Neigen. Neigungswinkel. Ja. Hochziehen. Ah. Okay. Hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Bei Thiefpack hast du geschlafen. Das ist Schweinerei. Das ist eine Schweinerei. Gut. City of Brass. Warum sitze ich hier? Ich habe keine Ahnung, warum ich hier sitze. Kennst du das Spiel? Ich habe es schon mal gesehen. Ah, hast ein, du das zwei Spiel Mal gesehen? Mir fällt auf, dass ich das Spiel hasse. Und das Spiel mich. Trotzdem bin ich jetzt hier und runne das. Sagte der Runner in der Setup-Phase. Schlimm. Ja, ein kleines, was ist das? Oh, wir haben auch jemanden, der hier sitzt. Oh, danke, danke. Ja, ein kleines Roguelike ist, mal sehen. Es ist leider noch in einer sehr frühen Version, das heißt, es kann sehr viel Scheiße passieren, das ist 90% RNG. Entweder hasst es mich und ich schaffe wann, oder es hasst mich. Entweder hasst es mich und ich schaffe keinen Run, oder okay. Es ist nett zu mir. Ich gebe mein Bestes. Ich sehe schon, Unio macht Time. Ja. Dann los. Wow, ohne zählen. Ja, ich kann das nicht zählen. Du weißt nicht, wie lange Ladezeit ist. Das ist das Problem. Ach so, ich dachte, weil du die Zahlen noch nicht kennst. Nein. Okay. What the fuck? Zählen kann ich schon. Okay. Irgendwie noch. 1, 2, 3, viele. 1, 2, 3, viele, ja. Genau. Ich kann leider nicht so viel gerade erzählen, wenn ich wandle. Das ist ja, toll. Ziemlich das, doof. Das Problem ist, ich kenne das Spiel halt nicht. Das ist richtig. Nein, es ist schon gut. Nee, ich achte sowieso ein bisschen auf den Chat und ja. Frag dich dann ab und zu mal. Genau. Hier ist ein Roguelike, man muss einfach nur durchkommen, hat 4x3 Level. Mhm. Ihr dürft euch selbst rechnen, ich habe keine Ahnung. Und nach jedem dritten Level ist halt ein Endboss. Und ich kann mir auch eigentlich Zeit lassen, weil wir nehmen wir keine RTA, wir nehmen bloß In-Game-Time. Ah, okay. Deswegen kann ich zwischen den Leveln mir ein bisschen Zeit lassen. Und natürlich rutschen, springen ist am schnellsten, wie man sieht. Mhm. Ist das da eine Peitsche, mit der du... Ja, ich habe so ein bisschen Indiana Jones-mäßig. Ja, an den kann ich hier rum. Und mit den Haken ist halt auch allgemein schneller. Mhm, okay. So. Ich muss ab und zu auch mal ein bisschen anfangen, Geld einzusammeln, damit, falls ich irgendwann in die Bedrohung komme und keine Leben mehr habe, dass ich mir noch ein paar neue kaufen kann an so Genie-Shops, die es überall verstreut gibt. Pernikus fragt doch gerade, ob es fliegende Haie gibt. Ich glaube nicht. Es gibt fliegende Gegner, aber keine fliegenden Haie. Ich glaube, ich werde das Wort Hai einfach mal auf die Blacklist setzen bei uns. Meinst du? Ich glaube, das wäre auch eine gute Idee. Okay, das ist jetzt ziemlich dumm. Hat uns was hier jetzt verlassen? Das ist jetzt ziemlich dumm. Ich habe noch keine Waffe gesehen, die ich benutzen kann für den Boss. WTF! Die sind auch random verteilt hier, ne? Es ist alles random. Ja. Du sagtest ja eben schon, es wenn ist, du dich das Spiel hast. Das Spiel ist so eine frühe Version des RNG Hell. Mhm. Ich mach den Boss jetzt einfach legit. Okay. Normalerweise kann man jeden Boss one-hitten, wenn man einen Pulverfass findet. Mhm. Aber ich habe keine gefunden. Ah, schade eigentlich. Und der Boss hat keinen Schaden gekriegt. Okay. Ist das WTF?
Ja, das Spiel hasst dich, wie man sieht. Das ist einer der Hassruns gewesen jetzt. Okay, naja, gut. Ich habe leider auch nicht die alte Version davon. In der neuen Version gibt es... Oh, hallo. Ich nehme mich mit. Hallo, schön. In der alten Version gibt es ein paar Fallen, die einem keinen Schaden machen. Mhm. Was natürlich gut ist. Jo. Aber in der neuen Version ist das leider gefixt, deswegen nimmt man hier teilweise doch schon etwas Schaden. So, und ja, ich versuche halt so viel wie möglich diese schwarzen Fässer direkt als erstes zu sammeln. Die nehme ich auch von Level zu Level mit, das heißt, die verliere ich nicht. Und damit kann ich halt jeden Boss mit einem mal killen. Hallo. Danke. Sam hat das Ganze gerade verglichen mit Prince of Persia mit Shadow Warrior Gameplay. Aber so als Frage formuliert. Ja, schon. Vielleicht nicht unbedingt Shadow Warrior. Ja, minimal halt, ne? Minimal. Aber Prince of Persia kommt gut. So ein Prince of Persia Roguelike könnte man schon sagen. Ah, okay. Ist auch relativ unbekannter Spiel. Also ich habe das vom Namen schon gehört, aber ich hätte jetzt auch nichts dazu sagen können. Warum will ich da lang? Warum will ich da lang? Egal. Da gibt's Pizza. Wahrscheinlich. Dann würde ich da wieder hingehen. Aber ich bezweifle, dass in diesem Zeitalter schon Pizza existiert hat. RNG Hell, Marathon Stake 100%. Absolut, genau. RNG Hell leider. Mhm. Es ist halt so frühe Version, dass selbst die Macher sagen, wenn Probleme sind mit der RNG, mit den random generierten Welten, schickt uns den Seed, dann gucken wir nach und fixen das, weil teilweise können halt drei Fallen, die man nicht umgehen kann, direkt hintereinander spawnen. Mhm. Und das ist dann halt das Falle und direkt daneben auch wieder Fallen. Mhm. What to do, what to do. Man muss an der Stelle auch sagen, eigentlich sollte ja der Super Method Randomizer kommen. Von ursprünglich mal. Oder oh nein! Ich bin ein Trottel. Okay. Ursprünglich halt von Zartox, Exo und Vegeta, genau. Ja. Und Zartox hat halt schon vor einer ganzen Weile da abgesagt, weil das einfach, ja, ein bisschen Geld mit. Zur Vorsicht. Und Exo ist ja jetzt leider auch ausgefallen. Ja, schade, sehr schade. Vegeta hat sich das dann allein nicht so wirklich zugetraut, sagen wir es mal so. Ja, das wenn man den Run nicht komplett kennt, ne? Eben, deswegen. Ja, deswegen haben wir es dann im Endeffekt einfach über. Ersetzt, übersetzt, muss ich sagen. Wow. Egal. So, Level 4, neue Welt. Neue Gegner, neue Fallen. Alles ein bisschen anders. Was hattest du gesagt, wie viele Welten es gibt? 4x3 und dann noch eine? Oder? Hä? Achso, nee, ich fand mir nicht. Manchmal verwirrt einen der Pfeil auch hier. Achso, also gibt es insgesamt 12 Welten. Genau. Okay. Oh, schön. Ich möchte dich. Oh Gott. Jetzt der Tyler fragt gerade, ob die Klassen sehr unterschiedlich sind. Es gibt mehrere Klassen, ja. Aber davon sind bloß drei anders und zwei sind fast gleich. Und zwar spiele ich jetzt hier den Banditen, das ist die schnellste. Assassinen, Banditen? Ne, Banditen, das ist die schnellste Klasse. Hat dafür auch weniger Leben. Und dann gibt es noch den Genie, der ist jetzt neu dazugekommen in der Version. Der ist der langsamste, aber auch der stärkste. Mhm. Und die anderen sind relativ ausgeglichen, Alter. Okay. Aber gut, für den Speedrun nimmt man dann natürlich normalerweise den schnellsten. Nimmt man normalerweise den schnellsten. Mhm. Mit dem schnellsten ist auch mit, glaube ich, noch kein WR oder keine Zeit auf speedrun.com. Ja, okay. Und hier diese drehenden Fallen an der Tür. Das waren die, die vorher keinen Schaden gemacht haben. Danke. Für nichts. Du hast es überlebt, immerhin. Ja. Jetzt hoffe ich natürlich noch ein bisschen Geld zu farmen. Und ein wenig Leben gleich zu kaufen. Ah, hier kam gerade im Chat ein Quote von dir. Der muss schon ein bisschen älter sein. Ich habe keine neuen Quotes. Nee, der ist schon ein bisschen älter. Ja, ja. Ich sag, es wird eine gute Zeit und dann kotzt der Typ mich an. Marvin. Achso, ah ja, wow. Aber passiert halt mal. So, sehr schön. Was auch immer mies ist, wenn so ein Gegner oder beziehungsweise so ein Boss in einem Areal spawnt, wo noch andere. Mensch, wo ist er denn? Wo noch andere Gegner mitspawnen können. Mhm.
Das ist dann natürlich übel. So. Bam. Hey, lass mich durch. Glück schreibt auch gerade. Das Spiel sieht eigentlich ganz cool aus. Finde ich mich auch. So. So, alles gut. Oh, sehr schön. Das Spiel macht mega Bock. Es hasst mich halt bloß, ne? Ja, ja, eben. Das ist das Problem. Aber ich denke mal, Casual wird sogar, ja gut, mehr Spaß machen, weiß ich jetzt nicht, aber es ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Es ist anders. Du kannst dir halt viel mehr Zeit lassen, du kannst... Oh, hier gibt es natürlich nichts. Du kannst dir viel mehr Zeit lassen, kannst natürlich viel besser aufpassen, was du hier machst. Mhm. Ich werde jetzt die Level hier auch ein bisschen vorsichtiger gehen. Sage ich und springe in einen Gegner. Das Spiel wird aber für Kitty. Meinst du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schreibt Richard. Achso. Keine Ahnung. Nicht von mir. Sehr schön. Habe ich genug Geld verliehen? 200, okay, nein. Das ist auch so was Schönes. So. Diese Genies da könnte man übrigens auch ausschalten, dann würden die das ganze Level nicht mehr da sein. Irgendwas den ganzen Run nicht mehr da sein. Und sogar für einen kämpfen. Aber ich brauche die Wünsche, die man benutzt, um diesen Genie auf seine Seite zu ziehen beim Endboss. Oh, okay. Und sowas ist auch fies. Und hier gibt's was Schönes. Hier gibt's Gegnertypen. Das sind Statuen, die einen verfolgen, wenn man nicht hinguckt. Diese da. Okay. Das heißt, wer Doctor Who kennt, weinende Engel. Oh, fuck me! Rip ran. Ja. Ach, schade. Das zwei von Fallen, die einen auf dem Boden festnageln. Und das ist halt sowas, was eigentlich nicht passieren sollte. Mhm. Na klar. Aber wir haben noch genug Zeit. Ich habe ein ziemlich hohes Estimate, um die Zeit auszugleichen. Okay. Also alles gut. Und du musst jetzt wieder ganz von vorne anfangen. Ich muss jetzt wieder ganz von vorne anfangen. Ja klar, Roguelike halt. Ja. Die weinenden Engel, das Spiel wird gekauft. Warte, nein. Tina Wittler approved. Lell. Wer war Tina Wittler nochmal? Irgend so ein... War das nicht so ein Hausverschönerungsding? Ah. Ei, ja, sag ich doch. Warum weiß ich sowas? Warum weiß Weser sowas? Hausveränderungs. Oh, genau. Irgendwas. Ja. Oh Gott. Alles pink. Alles wird pink. Hot pink. Hot pink, okay. Für Veni wird auch alles hot pink. Oh. Aber mir gefällt so generell der Stil von dem Spiel. Ja. Ja, mega gut. Ja. Der. So, Pfeil ist so verwirrend. So. Und manchmal sind halt die Welt noch einfach riesengroß, bis man da zum Ziel findet. Mhm. Übertrieben. Einsatz in vier Wänden. Ah, okay. Dann kann ich die jetzt zuordnen. Ja, okay. Dann, ja, sehr schön. Das hat schon einen Grund, warum ich das nie geguckt habe. Ja. So, übrigens gibt es auch hier normal andere Shops, wo man Verbesserungen und sowas kaufen kann. Stärkere Schwerter, Begleiter, die für einen mitkämpfen und all sowas. Aber das ist jetzt zum Kotzen, hier sind überall andere Gegner. Aber im Run dürfen wir das halt nicht benutzen. Da ist mal eine Frage noch von Zerteiler, wenn Zeit ist. Ja, mach ich. Roguelikes haben ja immer so einen Fortschrittsspeicher. Was kann man da alles freischalten? Warte. Ja, du kriegst Burns und Blessings. Die kannst du hinzufügen, dass bestimmte Sachen leichter sind oder halt auch schwerer sind. Mhm. Und ich spiele jetzt hier All Blessings, das heißt, ich habe alle Sachen, die das Spiel leichter machen, an. Okay. Und. Trotzdem schaffst du es nicht. Und. Man kriegt auch bestimmte Sachen für die Charaktere frei, die man dann hat, dass man eine stärkere Waffe am Anfang des Spiels hat oder sowas. Mhm. Okay. Die Grafik ist so schön. Es sieht gut aus. Aber da kann ich auch nur zustimmen. Wie gesagt, also ich finde den ganzen Stil auch sehr interessant. Boah, was hat mich getroffen? Egal. Ich muss so aufpassen bei dem Spiel, das ist heftig. Mhm. Zack.
Es spielt es aber auch mega gut. Dafür, dass es relativ Early Access ist, spielt es sich halt echt gut. Aber du sagst ja eben schon, du musst höllisch aufpassen. Deswegen tut es mir umso mehr leid, dass ich jetzt das Spiel selber auch nicht wirklich kenne und dazu was sagen kann. Das ist kein Problem. Aber es ist halt auch spontan mit reingekommen. Das war absolut spontan. Genau. Bevor Private jetzt hier ganz allein sitzt. Nee. Wir haben ja jetzt mit Weser einen Ersatz gefunden für Super Metroid. Jo. Aber es fehlt halt trotzdem nur eine halbe Stunde. Genau. Da das relativ kurze Runs sind hier. Kann man die halt gut mal dazwischen ziehen noch? Ja, Ventus. Haben wir jetzt im Grunde auch gerade drüber geredet. Also Super Metroid Randomizer ist leider ausgefallen, weil zwei der drei Teilnehmer im Vorfeld, oder einer hatte im Vorfeld schon abgesagt, einer musste das Event leider frühzeitig verlassen. Ich hab keine Fragen mehr. Geh an! Und der dritte, ja, der hat sich das allein da nicht so wirklich zugetraut, weil er halt eher derjenige gewesen wäre, der da so ein bisschen mitlernt von den anderen. Das hätte ich eigentlich relativ gut gefunden bei den ganzen Races, die wir hatten. Mhm. Dass wir teilweise immer einen hatten, der das noch nicht so gut kannte. Und einer, der das halt schon länger gerannt hat. Mhm. Das ist halt immer so schön, dann finde ich, zuzugucken, wenn dann einer wirklich das gerade noch lernt und diesen Fortschritt zu sehen. Das, ja. Das finde ich echt geil. So, Fortschritt. So, so ist mal cool. Ja. Ich gehe die Tür. Kostet derzeit 16 Euro auf Steam. Oh, das geht einfach noch. An Roguelikes kann man ja normalerweise immer ziemlich lange dran sitzen. Ja, das Spiel wird halt auch jederzeit noch verbessert. Was halt noch relativ early. Es gibt auch leider keine festen Seeds, das heißt, du musst immer was random Seed spielen. Mhm. Was auch ein bisschen nervig sein kann. Bist du der Richtige? Stopp. Danke. Jetzt haben wir Weser, yes. Mhm. Oh mein Gott. Steht so im Chat, ich kann nichts dafür. Hallo. Und Hi, Moment, Epsilon, genau. Da muss ich jetzt mal kurz lesen, ja. Der Pfeil, der Pfeil. So, Pfeil. Dieser Pfeil nervt. Hey, schön, danke. Oh Gott. Ich bin du, schreibt, das könnte ich sein. Ich peitsche auch gerne mal Frauen. Anzeige ist raus. An Wald eingeschaltet. Oh, fuck me. Okay, da war ich fast reingesprungen. Sehr gut. Gut gemacht. Alles richtig gemacht. Lass mich durch. Dankeschön. So. Kann man da so lang schwingen direkt, also quasi wie Indiana Jones oder weiß ich wie Samus Aran mit ihrem Gravel Hook? Oder das sieht das nur so aus? Wie meinst du? Na, du falschst da oben an der Wand öfter mal an die Haken, oder? Ja. Also, genau. Da kann man einen Haken benutzen zum Schwingen. Leider ist das irgendwie sehr komisch. Das während man. Oh, hallo! Das während. 212? Das während man an einem Haken hängt. Und einen anderen anvisiert, man trotzdem noch irgendwie den Haken davor im Ziel hat und dann zurückschwingt. Okay. Das, man kann leider nicht so wirklich von Haken zu Haken schwingen. Oh, schade. Warum ist das Ziel da hinten? Was echt ein bisschen dumm ist, aber ja, vielleicht wird das noch gefixt, kein Plan. Zerteiler, das liegt einfach daran, dass ich immer, wenn ich den Namen Weser erwähne, generell so ein bisschen enttäuscht klinge. Hi. Ist er da? Oh. Ja, wo soll er sich das VOD angucken? Geh hoch. So. Wow. Das war gerade nicht an. Da will ich nicht lang. Ja, nein. Weg, lass mich gehen. Danke. Das hab ich gar nicht. Oh Gott, was ist das denn für ein Seed? Das war übrigens ein Boss. Bei dir ist das kein Letzter. Egal. Wir da leben nur. So. Kann man hier eigentlich auch Seeds manuell irgendwie eingeben? Nein, das habe ich schon gesagt. Das kann man leider noch nicht. Ich bin ein Trottel. Kann man leider noch nicht. Deswegen muss man immer random Seeds spielen. Man kann die Seeds einsehen. Aber halt bloß um den Entwicklern den zu geben, dass sie nachgucken können, was falsch läuft, weil es halt gerade noch in so einem frühen Status ist. Ah. Oh. Dass halt wirklich drei Todesfallen halt direkt miteinander sein können. Ja gut, dann hat sich die Frage von Jindrak auch gerade erledigt. Danke.
der wollte mich auch gerade fragen, ob man Seeds laden kann. Ja. Ja, aber es gibt Daily Quests, da sind halt pro Tag auch die Seeds gleich, aber an sich kann man halt keine separaten extra Seeds irgendwo angehen. Schade. Leider. Ja. Aber kann ja alles noch kommen. Darum ja. Das Ganze befindet sich ja noch in der Entwicklung, hab ich's gesagt. Ja. Finde ich übrigens klasse, dass man mittlerweile auch so Spiele noch in der Entwicklung mal antesten kann, die quasi so ein bisschen sogar mithelfen kann beim Entwickeln, beim Verbessern. Ist es eine schöne Möglichkeit. Sehr gut gemacht. Also es ist so, läuft gut, es läuft flüssig, es ist wirklich schon jetzt für 16 Euro lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man das ruhig öfter spielen möchte. Okay. Ich könnte ein bisschen Gold gebrauchen. Nicht dich. Du bist kein Gold. Du bist tot. Ob man mich ein wenig lauter machen kann. Es kann auch sein, dass ich einfach im Moment gerade ein bisschen leise geredet habe. Ja, ich glaube, Uni hat da schon was umgestellt. Ist es jetzt besser geworden? Ansonsten muss ich halt einfach ins Mikrofon. Wer will wenig lauter haben, hallo? Ja, das ist die andere Frage. Wenn sie es wollen, dann wollen sie es. Es gibt Leute, die sind halt so drauf. Ja, das stimmt wieder. Boah. Können wir gerne machen. Also aus dem Publikum kam gerade die Frage, ob wir dafür den Runner muten können. Muten. Nein, kann man nicht. Also ganz am Anfang konnten 5 Todesfallen unausweichlich aufeinander spawnen. Aneinander ja, spawnen. Ja. Genau. Irgendwann waren es bloß so 3 und jetzt sind es mittlerweile bloß noch 2, aber es ist halt trotzdem echt. Ätzend. Aber es wird halt ja nach und nach weiter optimiert. Ich meine auch so ein Seed Generator, der muss ja erstmal optimiert werden. Richtig. Und dafür brauchen einfach Erfahrung. Und ich habe natürlich. Muss mal gucken, ob ich hier irgendwo ein schwarzes Pulverfass finde. Wahrscheinlich natürlich nicht. So viel Glück wie ich habe und ich bin gleich tot. Warum nicht? Ich habe halt wieder das ganze Level kein einziges schwarzes Pulverfass gesehen. Das wirst du sicherlich beim Boss auch brauchen. Oder es wird zumindest sehr nützlich sein beim Boss. No. So. Okay, ja gut. Das ist ungünstig. Das ist äußerst ungünstig. Weil der Boss wird mich wieder töten. Das weiß ich jetzt schon. Warum sollte ich den Regietisch umwerfen? Warum sollte man sowas tun? Den Hosting-Tisch vielleicht noch, ja, aber doch nicht den Regietisch. Haben wir doch alle nichts von. Das ist eben so ein bisschen aus wie Splatoon. Überall Farbe. Boah. Das ist anstrengend mit anderen Gegnern. Glaube ich. Und überall. Die Scheiße. Du siehst deine Energie, es ist gerade sehr, sehr knapp. Ja, ja. Okay, so. Das ist so viel dazu. Ja, ich erwarte nicht, dass ich in dem. Da sieht man halt jetzt Current Seed unten links. Man kann den Seed einsehen, man kann ihn aber leider nicht ändern. Mhm. Deswegen. Ja, ich denke mal, dass mit dem Einsehen. Morgen ist der vorletzte Boss, der letzte Boss gewesen, im Grunde vorm Endboss. Ah, das ist besonders ärgerlich. Also, man kann auch übrigens hier in die anderen Welten direkt reingehen, aber es kostet 3 Wünsche. Und die 3 Wünsche sind die wir für den Boss brauchen, für den letzten. Und ja, ich hab's gejinxt. Es tut mir leid. Oh. Obwohl das ja eigentlich so ein guter Run war von Private. Ja, der war nicht schlecht zum Anfang, aber irgendwie. Ich habe gerade das Ironieschild dabei hochgehalten. Das ist mein Problem. Es war wirklich ein guter Run. Eben. Ich erwarte nicht, hier einen Run fertig zu kriegen. Das habe ich beim Randomizer auch nicht erwartet. Ja, ja, eben. Das erwartet man ja grundsätzlich nicht bei mir. Genau, Fini kann es ja jinxen, er ist ja nicht der leidtragende Runner.
Der Pfeil zeigt ja an, in welche Richtung du laufen musst. Genau. Okay. Aber er ist sehr... manchmal nicht sehr hilfreich. Ich stand schon vor Sackgassen und der Pfeil hat mir gesagt, da ist eine Tür. Wie ich in der Technik. Auf dem Papier klingt's gut, in der Praxis macht's mehr Arbeit, als es hilft. Wow. Der Pfeil zündet mich nicht an. Habe ich richtig verstanden, oder? Ich glaube, wir haben gleich doch gar kein Publikum mehr hier drin sitzen. Immer doch. Ich glaube, ich bin froh, dass ich das nicht verstanden habe. Egal. So, damit ich mir nachher ein bisschen... Wow, hallo und tschüss. Und ich ein bisschen Leben holen kann. Was? Soll ich mal umdrehen? Ja. Egal. Mach das lieber nicht, wenn der Chat dir das sagt. Vor allem Zeilo schreibt das, ich drehe mich wirklich um und realisiere erst danach, Zeilo schreibt das, der ist noch gar nicht mehr da. That's how to trigger Veni. Ich applaudiere bewusst nicht. Ich war der Leidtragende, also lasst mich. Ich werde gleich mal mienen da hinten. Moment, das klang falsch. Fallen, die man nicht umgehen kann, sehr schön. Hey. So was liebt man doch als Speedrunner. Das ist mega. Hey, lass mich. Ich wollte nicht duschen gehen. Davon abgesehen. Oh, das muss ja keiner wissen. Es riecht ja der Chat nicht. Aber ich. Das ist nicht mein Problem. Aber meins. Ja. Oh Mann. Das ist dein persönliches Problem. Schade. Manchmal kommt man hier direkt hoch und die Fallen könnte man halt reinrennen, warten, bis sie vorbei sind und dann einfach weitergehen, aber mittlerweile nicht mehr. Und sie verletzen einen jedes Mal. Egal wie weit sie weg sind von der Tür, sie verletzen einen jedes Mal. Und Zeilo, ja, er muss das Spiel jetzt dreimal. Ist das sogar schon der vierte Run jetzt? Ich glaube, der vierte sogar schon. Das ist der vierte Run, ja. Also mittlerweile zum vierten Mal starten. Es ist halt ein Roguelike, random alles. Es ist halt wirklich komplett 100% random. Richtig. Die Maps sind random, die Items sind random, die Gegner sind random. Ob ich das Spiel mag oder nicht, ist random. Wie lange dauert oder würde so ein guter Run ungefähr dauern? Also WR ist 8 Minuten 50 oder so auf dem in der Kategorie. Okay. In der normalen Kategorie 11 Minuten. Und wenn man es casual spielt, braucht man wirklich mal eine Stunde oder so, sag ich mal, wenn man wirklich vorsichtig ist und guckt und macht und tut. Okay. Aber ich will gar nicht wissen, wie viele Runs da für diesen, also für den Weltrekord, wie viele da angefangen werden mussten. Ja. Das ist halt immer das Problem mit solchen extrem zufallsbasierten Spielen. Hey. Bei diesem Event. Triff. Oh, du bist... Was? Geschafft oder was? Nein. Okay. Der Boss hat sich wegteleportiert, als ich ihn abgeworfen habe. Ach so. Oh, okay. Das habe ich jetzt nicht so wirklich realisiert gerade. Gut, dann haben wir jetzt den fünften Run. Hey. Hey. Da kommt. What up? 5 in 1, ne? Soll sich mal keiner beschweren. Ob ich das Spiel mag, ist random, ja. ob dich das Spiel mag und ob ich das Spiel mag, ist auch random. Ja, beides. Ja, ja. Nee, aber hier im Chat war, ob ich das Spiel mag, ist random. Also, ist eigentlich echt geil. Ich mag es wirklich. Ja, glaube ich dir. Wenn es mich nicht hassen würde. Es sieht an sich auch wirklich interessant aus, so ist es nicht. Und das hat ja der Chat jetzt auch schon ein paar Mal geschrieben. Wer bitteschön ist Devi? Devi? Ach, Devon. Devon, nee. Ist auch wieder da. Devo. Hallo, Devo. Herzchen. Ach, ficken. Wow. Hättest du das nicht eine Minute später sagen können? Also, damit nein, das ging gerade nicht anders. Okay. Oh Mensch, ist denn dein Problem gerade?
Ja, ich gehe ja gleich auf Demo. Ich gehe da hoch, er wirft er mich fucking Feuerball ab. Das ist der Skip. Ich hasse es. Ich hasse es gerade. Level 3. Bester Seed. Bis jetzt. Not. Ja, Boss eben war doch trotzdem tot. Zumindest ist Geld durch die Luft geflogen. Oder ist das in dem Fass? Fragt Vita Doppel A Cola. Was für ein Boss? Ja, nein, der Boss war nicht tot. Der war nicht tot, okay. Ich hab ihn nicht getroffen gehabt. Wieso heilst du dich eigentlich nicht, wenn du dann nicht stirbst? Willst Heilung? Ja, dazu brauche ich Geld und einen Genie, der mir auch Heilung verkauft. Hm. In Genie Shop. Hallo. Vielleicht finde ich auch einen. Oh. Und Zerteiler hat neulich auch einen Dead Cell Speedrun gesehen, der nicht lang ging. Also knapp 10 Minuten. Oh, es gibt mehrere solcher kurzer Runs. Hä? Der Pfeil verwirrt mich gerade. Ah, natürlich. Was? Er zeigt gerade nach rechts gegen die Wand. Und ich soll hierhin. Ich glaube, dafür ist der Pfeil auch da. Ja, ja. Das ist der Anti-Speedrun-Pfeil oder so. Ja. Der findet gute Zeit. Der verwirrt dich komplett, Pfeil. Der ganze Guide aus dem für den Speedrun besteht dann aus Ignore the Arrow. Ja. Fallen, die man nicht umgehen kann. Ja. Immer wieder schön. Ärgerlich. Immer wieder schön. Dankeschön. Was hattest du angegeben? 35 Minuten erst. Ja. Das war halt die letzte Zeit, die überbleibt. Ne, 30 Minuten. 30, ja, ich sehe es halt, auch. Die halt gefehlt hat von Little Big Nightmares auf Super Metroid. Ne? Ich bräuchte langsam mal wieder ein Fass. Bist du etwa fast tot? Aha. Ja, ja, ich weiß, der war schlecht. Ja. Ein Pulverfass. Ich wollte mich bei den Fasswitzen auch mal einbringen. Okay. Wenigstens einer. Yep. Der Witz war ja fast schon fantastisch. Fantastisch. Das macht auch Tiger noch mit. Das ist schon geht fast weg. Zu viel. Egal. So, warum will ich, warum sollte ich da? Diese Witze sind echt faszinierend. Ach so, ja, die 30 Minuten sind um. Ja, ich würde sagen, wir machen, du machst ich einfach mach den Run noch zu Ende, genau. Und dann. Vielleicht haben wir Glück und genau das ist der Run, der jetzt auch hinhaut. Mit 2,5 Herzen. Was ist dein Problem eigentlich gerade? Ich troll dich halt gerne. Ja, das stimmt. Hätte ich das Ironieschild bei der Aussage hochhalten sollen? Wahrscheinlich. Okay. Bitte nochmal. Ah nee, jetzt wird das. Okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird das nicht mehr lustig, aber das war es auch vorher schon nicht. Als ob verdammt deine Witze lustig sind. Ja, eben, deswegen. Da kannst du die 20 Mal machen, die werden nicht besser. Hm. Aber ich versuch's wenigstens. Das stimmt. Ich bin hartnäckig. Ah, ranken die einen verlangsamen. Sehr schön. Don't like to have this shit. Und natürlich wieder Bosse, die zwischen 20 anderen Gegnern spawnen. Ja. Oh, hey. Tschüss. Geld, 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 Geld. Geld, Geld, Geld. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Jetzt bräuchte ich bloß noch einen Genie, der mir Leben gibt. Oh, Nagakur. Wäre ich glücklich. Achso, Entschuldigung. Nagakur schreibt auch gerade, das sieht eher aus wie ein Ölkrug und nicht wie ein Pulverfass. Pulveröl. Es explodiert auch bei Aufprall. Ich glaube nicht, dass Öl bei Aufprall explodiert. Und laut dem. Laut Demo soll eine Spende reingekommen sein. Okay. Aber die lesen wir nicht vor, einfach weil es Demo ist. So. Nein, nein, die lesen wir vor. Gerne doch. Würde ich auch gleich übernehmen, wenn. Hm, ja. Ja, mach ich. Jo, dann also haben wir 10,17 € von Devolus. Mit dem Kommentar. Danke für die gemeinsamen Nächte. Es war immer gut mit euch. So weit sind wir jetzt schon, Devo. Ja. Schade, dass es nun schon die letzte Nacht ist. Also Rummel,
Nintendo. Nintendo. Und Grüße an Veni. An mich nicht, Devo. Das mit den gemeinsamen Nächten habe ich mit Devo ja wirklich schon durch. Wie kann mein Lieblings-Monchichi mich nicht grüßen? Echt mal. Moment, die gemeinsamen Nächte hast du schon durch und dann nur 10,17 Euro? Veni verkauft sich halt billig, ne? Mir fällt nicht mal ein doofer Spruch dazu ein. Verdammt. Lass mich gehen. Okay, RIP. Gut. Ah, oh, schade. Gut, aber war schön, das Spiel mal gesehen zu haben. Das Spiel ist super. Da kann man auch mal klatschen. Genau. Alles jo. Klar dann. Jo. Lohnt sich auf jeden Fall, macht Spaß. Manchmal. Manchmal, wenn es einen gerade nicht hasst. Richtig.